Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von LEGO City Undercover. Im letzten Part... Genau, im letzten Part haben wir... Und in diesem Part machen wir... LEGO City Undercover, wir machen weiter, liebe Leute. Und ich bin sehr begeistert, dass das Spiel tatsächlich inzwischen gespeichert hat. Ich hatte schon kurz Angst, dass es das nicht gemacht hat. Aber es hat sich dafür entschieden. Und hau ich den wirklich mit der Spitzhacke? Alter, das ist Minecraft PvP-Style, Bitch. Wir sehen uns in Bed Wars. Nein, das tun wir garantiert nicht, aber... Ihr wisst Bescheid. Ich habe keine Angst vor der Herausforderung. Kannst du bitte mal down gehen? Wäre das möglich, ja? Nein? Dann konnte ich dich aus, okay. Ja, und im letzten Part hat sich irgendein Geheimnis entpuppt, wer der böse Bösewicht ist. Allerdings ist das Ganze, seit ich das Spiel zuletzt gespielt habe, storymäßig, schon alles so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, wer der Typ ist. Deswegen... Ey! Ich meine, ich war auch nicht der Einzige. Von euch waren auch... Zumindest einer, ich gesehen, hat geschrieben, wer ist Blackwell? Und ich dachte mir nur, das ist eine ausgezeichnete Frage. War das dieser Millionär-Typ? Ich weiß es nicht mehr. Was brauchst du da, Chase? Sieht gut aus, mein Freund. Oh, du hast aus einer Satellitenschüssel eine 1A-Leiter gemacht. Ladies and Gentlemen, das ist ein Lego-Spiel. Die unbegrenzten Möglichkeiten. Yeah. Da fällt mir ein, ich könnte auch mal auf eine Frage eingehen, die das... Moment, wir machen doppeltes Satz noch an. Könnte ich mal auf eine Frage... Eselklingelton, ganz wichtig. Will ich mal auf eine Frage eingehen, die auch das öfter mal gestellt wird. Neben der 100%-Frage, die ich jetzt schon ungefähr 5-mal beantwortet habe, nein, mache ich nicht. Ist die Frage, willst du andere Lego-Spiele spielen? Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich Interesse daran. Lego Star Wars hätte ich noch da. Lego Star Wars finde ich auch cool, aber insgesamt, ich weiß nicht. Wenn eins im Lego City Undercover-Stil wäre, bestimmt, aber die anderen, ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu langweilig, wenn man das alleine macht. Das ist schon der Grund, warum die so einen Koop-Modus haben, einen lokalen Koop. Aber ich glaube, die Majorinos, die wollen dann demnächst mal die Lego-Spiele machen. Zu zweit. Nave und Ash, wir sind ja quasi Nachbarn, die können so ein Shit machen. Ja, um das mal so in den Raum zu werfen. Ja, gern geschehen. Ich mache gerne Werbung. Und jetzt spielt Hounds. Ah, Hounds ist ein gutes Spiel, meine Freunde. Der Download-Link ist nicht hier in der Beschreibung, aber glaubt mir, Hounds. Wisst ihr, was ich jetzt viel lieber spielen würde? Hounds. Exakt. Knacken wir einfach mal das Tor auf und reden uns nicht weiter um Hals und Kragen. Mit wir meine ich selbstverständlich meine bescheidene Wenigkeit. Und wir brauchen einen Bauarbeiter. Yeah. Wo ist er denn da, der Bauarbeiter? Mach mal deinen Shit, Bauarbeiter. Was mir gerade auffällt, der Einbrecher ist der einzige, bei dem man irgendwie mit den A-Aktionen irgendwas machen muss. Wobei der Astronaut auch. Ich glaube, Astronaut und Bauarbeiter und Einbrecher sind die einzigen. Beim Einbrecher muss man ja immer wieder auf A hämmern und der Astronaut, der muss dann so ein lustiges Simon-Teil spielen. Na, das sind... Wow. Alter, das sind krasse Sachen. Ich glaube, ich will den Astronauten haben. Der Astronaut wurde ja im letzten Part sehr viel cooler, weil er ein Jetpack hat. Yeah! Apropos Jetpack, wusstet ihr, dass GTA San Andreas auf Twitch gebannt wurde? Macht mich ein bisschen traurig. Ich habe San Andreas mal auf Twitch gestreamt damals. Also bei den Zeiten. Machen wir weiter. Hallo? Wer sind Sie? Ich bin's, Professor Chase McCain. Sie sind gar kein Professor, sondern von der Polizei? Nein, das... Ach, egal. Ich bin hier, um Sie zu befreien. Ah, prächtig. Drück den Knopf auf dem Kontrollfeld hinter mir. Mach ich gleich. Ich muss erst die Bösewichte loswerden. Lieber Prof. Und warum hast du gesagt, dass ich Bulle bin, Alter? Kannst du nicht einfach so ausplaudern? Ich bin undercover. Das Spiel heißt Lego City Undercover, Mann. Undercover! Ich merke schon. Das ist einer von diesen Raubkopierern. Der hat das Cover gar nicht. Er hat, glaube ich, die Hülle gar nicht. Gott, du widerst mich an. Okay, lass mich den Knopf drücken. Danke. Ach du Schande. Chase McCain, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du das Leben meiner Tochter ruiniert. Danke. Ach, war ganz gut für Sie. Insgeheim gefällt ihr der Beruf der Sanitäterin nämlich viel besser. Aber jetzt müssen wir sie aus den Fängen Forrest Blackwells befreien. Ja, unglaublich, dass Blackwell ein Bösewicht ist. Er schien eigentlich ganz nett. Er ist ein Fiesling. Schnell, bau den letzten Transformator unten zusammen. Okay. Okay, wir bauen Megatron zusammen, den letzten Transformer. Ja. Habe ich gehört. Du musst immer noch den letzten Transformator zusammenbauen. Sehr gut, halt den Mund, Prof. Halt den Mund. So, wisst ihr was, aber die einzigen Leute sind, die noch schlimmer sind als Sanitäter. Krankenschwestern. Und Krankengebrüder. Wie
Wie nennt man eigentlich die männliche Form von Krankenschwester? Wahrscheinlich Krankenpfleger? Keine Ahnung. Wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Gern geschehen. Wir reden heute über die relevanten Dinge, die wichtig im Leben sind. Kann ich das Teil kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Wie kann ich den letzten Transformator denn zusammenbauen? Meine Tochter steckt in Schwierigkeiten. Sehr gut, sie steckt gleich ganz woanders, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe es nämlich. Oh, wir packen die Kiste dahin. Stimmt, da war ja noch die Kiste, deswegen... Ja, na, na. Und bam. Da ist ja der letzte Transformator. Tatsächlich, nicht so wie ich gedacht habe, eine Leiter. Für die Transformatoren an. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin kein Idiot. Meistens. Sehr gut. Okay, waren das alle? Das waren nicht alle, oder? Ich erkläre dir jetzt, doch, wie wir von hier entkommen werden. Ich fahre die Andockklammern ein. Ist das ein verschissenes UFO? Oh mein Gott, ich kann mit dem UFO fliegen. Oh mein Gott. Nein! Wir sind draußen. Oh, guter Flug, Herr Kapitän. Oh, tut mir leid. Das war ein kurzer Abschnitt. Spezialauftrag, störendes Verhalten haben wir geschafft. Das Level ist abgeschlossen, liebe Leute. Und wir haben einen Polizeimarkenanteil, oder? Zwei? Yeah! Und Stats, reicht das? Sind noch... Was? 22%? Da habe ich mich nicht gerade mit rumgekleckert. Yay, ein goldener Stein. Fantastisch. Machen wir weiter. 22%, so wenig. Also das ist, da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr erhofft. Okay. Das ist ZR. Das ist nicht ZR. Was? Nein! Ich will kein Foto schießen. Ja, das Foto geht verloren. Ist okay, Foto gelöscht. RZ. Ach du Scheiße. Wie komme ich jetzt wieder nach unten? Ah! Woran haben Sie denn für ihn geforscht? An einem Phasenpolaritätsausschlussfeld. Ah ja. Ich verstehe natürlich, was das ist. Aber wie würden Sie es zum Beispiel einem kleinen Kind erklären? Stell dir vor, du hast ein paar subatomare Partikel. Einem noch etwas kleineren Kind? Es ist so eine Art magische Blase, die nichts durchlässt. Wow. Was könnte er damit vorhaben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er einen Rachefeldzug gegen Lego City führt. Dann sage ich besser den Kollegen Bescheid. Darf ich mal anmerken, wie verdammt cool dieses UFO ist und das Geräusch? Ich bin in die Basis eingedrungen. Sie war in Mount Cashmore. Stell dir das mal vor. Forrest Blackwell ist ein fieses Superhirn und steckt hinter dem Ganzen. Forrest Blackwell? Aber er ist doch ein Guter. Er war gerade im Fernsehen. Hat seine weiße Katze gestreichelt. Oh, er ist ein Bösewicht. Was? Warum war er im Fernsehen? Er hält heute Nachmittag vor dem Blackwell-Turm eine Pressekonferenz ab. Anscheinend hat er Neuigkeiten, die Lego City für immer verändern werden. Da werden sicher alle hingehen. Wir müssen ihn aufhalten. Sag dem Chief Bescheid. Mach ich, aber hast du denn Beweise, die ich ihm vorlegen kann? Oder Donuts? Nein, aber ich besorge welche. Oh, gut. Ich hätte gerne einen mit Apfelgeschmack. Beweise, meine ich. Ich werde Beweise besorgen. Also, ich fahre auf jeden Fall erstmal zum Blackwell-Turm. Ist ja eh fast die ganze Abteilung wegen der Pressekonferenz da. Und ich werde versuchen, den Chief zu überzeugen. Ruf mich sofort an, wenn du was Handfestes hast. Danke. Pass auf dich auf. Und du ruf mich an, wenn du was Handfestes willst. Blackwell hat einen privaten Hubschrauberlandeplatz. Okay, cool. Ich hatte heute übrigens 4 Donuts. Möchte ich mal so in den Raum werfen. Ach du Kacke. Ich will landen. Sink, du UFO. Sinke! Ich muss aussteigen, oder? Okay, wir sind da, wie es aussieht. Glaube ich. Ich finde es schade, dass ich mit dem UFO jetzt nicht mehr machen konnte oder musste oder durfte oder was auch immer. Das ist ein bisschen schade. Naja, was soll's. Und ich spüre, dass ich hier einem Secret auf der Spur bin. Zum Beispiel dem Glowy-Glowy-Lego-Stein, von dem wir in letzter Zeit sehr, sehr wenige gefunden haben. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich überhaupt nichts mehr erkunde.
Naja, daran liegt's wohl. Ah ja, und ich habe übrigens das Gefühl, dass wir in diesem Spiel langsam straight Richtung Finale unterwegs sind. Habe ich wirklich. Ich meine, ernsthaft, was soll da noch kommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel kommt. Tut mir leid. Okay, rote Lego-Steine, die zu silbernen werden. Durch euch fliege ich mit Vergnügen. So, darüber, Chase, ganz vorsichtig. Danke. Okay, was gibt's da hinten? Yeah, gar nichts. Gar nichts ist mir immer noch am liebsten. Ja, da fühle ich mich nicht so minderwertig damit, denn wenn da gar nichts ist, dann bin ich im Vorteil, weil ich etwas bin. Steht ihr? Wie ein Gott. Etwas. Der Gott der Etwashaftigkeit. Der Gott der Existenz, weil ich existiere. Im Vergleich zu dem Nichts. Ihr versteht schon. Okay, gut. Ich glaube, für normales Platforming ist das Jetpack gar nicht mal so geeignet, wie ich gehofft hätte. Na, ich habe gelogen. Piu, piu, piu. Dummkopf. Du auch. Ihr werdet alle bedient vom Astronauten, Chase. Piu. Oh, shit, ich wollte ihn wegpiuen. Hab's aber verkackt. Okay, komm her. Ups. Yeah, nein. Oh Gott. Du wirst gepackt, mein Freund. Und weg. Yeah, habt ihr gesehen? Den habe ich bedient. Oh, da hinten will noch einer gefangen genommen werden. Bam. Mit gefangen genommen meine ich natürlich festgenommen. Für das Gesetz. Das ist meine Geisel. Ich werde mit ihm tun, was ich will. In meinem Keller der Liebe. Yeah. Kannst du bitte down gehen, mein Freund? Ich sehe schon, willst geworfen werden. Dann komm her. Kannst gerne geworfen werden. Kann ich... Okay, ich glaube, der macht nichts. Ich wollte ihn jetzt mit dem Kopf ein paar Mal gegen den Zaun hauen oder so. Das stelle ich mir ziemlich cool vor. Von sowas bin ich ein großer Fan. Bin ich wirklich. In Mad World ging das. Oh, Mad World war super. Dürft ihr nicht spielen. Ist in Deutschland nie erschienen. Das Spiel existiert gar nicht. Psst. Es existiert gar nicht. Oh, wertvolle Lego-Steine. Nehme ich. Muss ich das Zeug aufmachen oder so ein Shit? Okay. Ich glaube, ich gehe da mal nach oben, oder? Ja, tue ich das? Okay. Muss ich überhaupt hin? Ich habe ein Ziel auf der Karte markiert. Vielleicht muss ich da hin. Kriegen Sie das auf? Oh. Geht doch. Das hätte ich auch hingekriegt. Blackwells Villa ist riesig. Wir sollten uns aufteilen. Ja, viel Glück, Chase. Spezialauftrag, Heimkehr mit Turbulenzen. Wisst ihr was es im Level zu sehen gibt? Sehen wir im nächsten Part. Bietet sich ganz gut an zeitlich. Bis im nächsten Part. Ciao.